Ja, wir bringen heute das Who is Who der oberösterreichischen Leitbetriebe zusammen mit vielen internationalen Startups mit dem Ziel, daraus gemeinsam Kooperationen zu begründen. Industrieunternehmen profitieren natürlich von der schnelleren Geschwindigkeit und den guten Ideen in manchen Nischenbereichen der Startups. Die Startups sind natürlich auf der Suche nach guten Kunden, guten Referenzen, die ihnen auch helfen, ihre Produkte weiterzuentwickeln. Und wenn heute der Grundstein für ein paar Kooperationen, für Pilotprojekte gelegt wird, dann haben wir unser Ziel erreicht, dann sind wir sehr, sehr zufrieden und haben unsere Wirtschaft ein bisschen sozusagen nach vorne gebracht. Ich würde sagen, Geschwindigkeit ist das Thema. Ein Startup hat komplett freie Sicht, hat keine Hürden von einem Konzern, kann in einer hohen Geschwindigkeit Innovationen fördern und das macht es so spannend. Und gleichzeitig wollen wir natürlich auch wissen, was rund um uns passiert. Wir dürfen ja nicht blind sein für die Innovationen, die rund um uns passieren. Slide Lizard macht PowerPoint-Präsentationen interaktiv. Das heißt, wir haben eine PowerPoint-Integration, bei der man während der Präsentation an Live-Abstimmungen teilnehmen kann als Teilnehmer. Man kann Fragen beantworten als Vortragender und man kann auch Feedback einholen von den Teilnehmern. Wir bauen Suchmaschinentechnologie und suchen die relevanten Informationen statt den Millionenfachen im Internet und nutzen dazu Text-Mining, Machine-Learning. Also wir haben einen sehr guten Track Record im Bereich Industrial IoT. Also haben ganz viele Anwendungsfälle umgesetzt für künstliche Intelligenz im Bereich Produktion. Und da bringen wir unheimlich viel mit. Ein Projekt war im Bereich Spritzguss, ein Projekt im Bereich zersparende Industrie, ein Projekt im Bereich Lasertechnik. Also da sind wir relativ breit aufgestellt. Startups professionalisieren sie sehr stark im Auftritt, lernen, was Industrieunternehmen brauchen. Aber Industrieunternehmen kriegen auch umgekehrt einen wesentlich offeneren Zugang. Alle prägen irgendwelche konkreten Andockstellen aus in Form von Personen, wo man sie melden kann. Und das macht die Dinge natürlich wesentlich leichter und schneller.